Ja, hallo. Herzlich willkommen nochmal beim WordCamp Düsseldorf. Die erste Session in Studio 3. Das Thema kennt ihr wahrscheinlich alle. Ihr habt euch bewusst dafür entschieden. Und ich weiß gar nicht, ob ihr unseren Sessionleiter kennt. Das ist der Jan-Peter Lembeck aus Köln, was in Düsseldorf ganz viel heißt. Jan-Peter ist Geschäftsführer der Kölner Digitalagentur Result und hält in den Hochschulen in Düsseldorf und Köln Vorträge zu Entscheidungspsychologie. Finde ich ein sehr spannendes Thema, Statistik und Marktforschung. Und heute erzählt er euch einfach innerhalb von 35 Minuten ungefähr, wie er sein erstes kommerzielles Plugin entwickelt hat. Und im Anschluss daran haben wir dann noch ein bisschen Zeit für Fragen-Antworten-Runde. Also Fragen vielleicht notieren und danach einfach stellen. Dann haben wir noch genügend Zeit, die zu beantworten. Jan-Peter, du bist dran. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr heute alle hergefunden habt. Freut mich, dass das erste WordCamp Düsseldorf so reges Interesse gefunden hat. Ja, vorgestellt wurde ich ja dankenswerterweise schon. Es stimmt, ich komme aus Köln. Und wir sitzen mit unserer Digitalagentur in Köln. Ich kann euch aber in dem Sinne beruhigen, meine erste eigene Wohnung war tatsächlich in Düsseldorf. Kriegen wir das noch raus? War in Düsseldorf, hier auf der Aachener Straße in Bilk. Also so gesehen, Düsseldorf ist mir nicht so fremd, deswegen lehre ich auch heute noch hier in Düsseldorf an der HSD. Und ja, heute erzähle ich euch ein bisschen was über unser erstes kommerzielles Plugin, weil es ist natürlich keine Eigenleistung von mir alleine, sondern dahinter steckt natürlich ein Team. Deswegen haben wir den Titel im Nachhinein auch nochmal angepasst. Ja, abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, Geschäftsführer bin und ein bisschen lehre, habe ich noch mein Plugin Sheriff Wrapper, was ich insgesamt jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, mitentwickle als Community-Projekt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne im Anschluss. Und ja, das müssen. Ich versuche mich weniger zu bewegen, dann knackt es nicht. Gut, genau, das bin ich. Wer sind wir? Wer ist Result eigentlich dahinter? Heute mitgebracht habe ich hauptsächlich meinen Kollegen Philipp, der mich heute hier unterstützt und begleitet. Den ähnlichen Vortrag habe ich in Stuttgart schon mal gehalten. Wer ihn da schon gehört hat, heute gibt es eine kleine Erweiterung, weil wir sind einen Monat weiter und wir haben schon wieder mehr gelernt. Das ist sehr schön. Und vielleicht ein bisschen zur Hintergrundgeschichte. Uns als Agentur gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wir haben ursprünglich mal als reines Marktforschungsinstitut angefangen und so nach und nach hat sich der Fokus verschoben, sodass wir heute, 25 Jahre später, eine klassische Digitalagentur. Guck einmal ganz kurz, dass wir das. So, ah. Angenehmer. Gut, also, wir sind eine klassische Digitalagentur. Wir haben klassische Kunden im Bereich hauptsächlich mittelständische und größere Unternehmen. Und daher kommt auch so ein bisschen unsere eigene Vorgeschichte. Wie kommen wir denn dazu, dass wir gesagt haben, wir möchten ein Plugin entwickeln? Gut, irgendwoher muss die Idee natürlich kommen. Und ja, wie kam uns die Idee dazu? Wir haben eigentlich immer schon Adventskalender gemacht. Digital für verschiedenste Kunden. Haben uns jedes Jahr da was zusammengebastelt, wie man das so kennt. Man hat dann nachher 5 verschiedene Plugins und so ein bisschen Eigenentwicklung dazu, um das für den Kunden mal eben schnell umzusetzen. So quick and dirty, wie man das im Laufe der Zeit so kennt. Und jedes Jahr aufs Neue haben wir da quasi von vorne angefangen. Plugins wurden nicht länger unterstützt, wurden eingestellt, Eigenentwicklungen passten nicht mehr zur aktuellen WordPress-Version etc. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, das ist eigentlich doof. Und trotzdem fragten ja zur Weihnachtszeit jedes Jahr wieder unsere Ansprechpartner nach entsprechenden Adventskalendern für ihre Corporate Blogs. Betonung liegt dabei auf jedes Jahr. Every year. Wer es kennt, täglich grüßt das Murmeltier, es ist immer dasselbe, es ist quasi wie Silvester, immer aufs Neue, es kommt jedes Jahr. Du sagst, okay, so geht's nicht weiter. Also waren wir dieses Jahr natürlich wie öfters auf dem WordCamp Europe. Und auf dem Europe saßen wir zusammen und haben gesagt, komm, wir haben Sommer,
Du weißt, was nach dem Sommerferien wieder kommt. Genau. Jedes Jahr. Every year. Kommen wieder die Anfragen und sagten, es muss doch besser gehen. Lass uns all das, was wir brauchen, doch mal zusammentun. Lass uns das alles mal vernünftig in ein eigenes Plugin packen. Dann haben wir diesen Stress nicht mehr. Und wir haben endlich, ja, all das in einem Ort. Und vor allem, wir haben ein Plugin, das wir auch einfach wieder rausschmeißen können, wenn Weihnachten vorbei ist. Gut. Das heißt, das ist ein schönes Bild, das der Philipp da gemacht hat. Das war vor der Location in Berlin. Ja, wir haben unsere Ideen dann auf dem WordCamp Euro konkretisiert, haben, ja, weil wir uns bewusst gemacht haben, okay, wir können das alles nicht komplett alleine stemmen. Wir müssen das mal ausgestalten. Wir brauchen auf jeden Fall zusätzliche Hilfe. Wir brauchen Entwickler, zusätzliche. Wir brauchen, ja, eine Liste mit allen unseren Anforderungen, Ideen, Features etc. Und wir brauchen natürlich einen Zeitplan. Problem ist, wer weiß, das WordCamp Euro war im Juni diesen Jahres. Und naja, so ein Adventskalender bringt dir nichts, wenn der im Januar fertig ist. Also folglich hatten wir ein ziemlich enges Zeitkorsett, um genau zu sein, maximal 4 Monate. Das ist, wer sich ein bisschen mit Softwareentwicklung auskennt, relativ sportlich von der Idee bis zum fertigen Plugin. Aber warum nicht? Wir haben das mal auf uns genommen und haben mal angefangen aufzuschreiben, was sollte so ein Adventskalender-Plugin eigentlich alles haben. Diese Liste wurde sehr schnell länger und länger. Logischerweise, weil dann kam es hin, okay, wir brauchen natürlich entsprechende Features für DSGVO-Konformität, das heißt Double Opt-in, E-Mail-Gedönse und so weiter und so fort. Und natürlich kennen wir unsere Kunden. Sachen, an die man niemals denkt, kommen sie damit um die Ecke. Ich möchte einen Adventskalender aber gerne ohne Türchen oder ähnliche Anfragen. Also die Vielfalt an Möglichkeiten, wie man so etwas gestalten könnte, ist tatsächlich riesig. Die Idee dahinter war aber, wir machen das jetzt erst einmal für uns. Wir wollen dieses Plugin einfach entwickeln, weil wir es brauchen. Woher kommt das? Genauso hat das damals mit dem Share-Prepper angefangen. Ich brauchte das Plugin selber für uns. Das sind halt so Share-Buttons, die der Heise Verlag rausgebracht hatte. Die wollte ich als WordPress-Plugin haben. Gab es zum Glück schon. Jemand anderes hatte auch schon damit angefangen. Ich bin mit eingestiegen und wir haben das einfach nur entwickelt, weil wir das Plugin gerne haben wollten. Haben gesagt, okay, wenn wir schon mal entwickelt haben, können wir es auch allen zur Verfügung stellen. Das war der ganze Plan dahinter. Also, grundsätzlich erst einmal für uns selber. Also haben wir die Liste ein bisschen eingeschränkt, weil wenn man sie zu lange macht, kommt man halt nicht voran. Ein Plugin für uns selber entwickeln und das ist auch so der erste Take dahinter. Wenn man so ein Projekt anfängt, mach's erstmal für euch selber. Mach's nicht für irgendwelche anderen Leute. Wir wussten auch nicht, ob wir damit jemals kommerziell werden wollten oder nicht. Wir haben uns als erstes angefangen zu sagen, wir machen das mal für uns und gucken mal, wohin das der Weg uns so führt. Die Liste an sich an Features beinhaltet dann nach und nach natürlich eine ganze Menge Sachen und sie wuchs immer schneller und schneller. Wussten aber auch, ja, wenn wir das für unsere Kunden noch einsetzen wollen, müssen wir quasi damit Ende Oktober eigentlich fertig sein. Weil so ein Adventskalender muss ja noch befüllt werden und unabhängig davon, ob man das selber macht oder ob der Kunde uns das machen lässt etc., das muss ja dann ein bisschen Vorlauf zum Beispiel noch haben. Da müssen da vielleicht noch Bilder gemalt werden, da müssen da vielleicht noch Sachen gemacht werden, mit Inhalt gefüllt werden. Also haben wir gesagt, Ende Oktober sollte das eigentlich fertig sein. Dazu muss man erwähnen natürlich, im Juni hatten wir die Idee, das konkret endlich zu machen nach Jahren. Mitte August waren wir dann soweit, dass wir loslegen konnten im Sinne von, die Listen mit Features sollten stehen. Das Grundgerüst war klar, wie es aufgebaut werden sollte. Die entsprechenden Entwickler sind mit an Bord, die wir haben sollten. Das heißt, uns bleibt natürlich von Mitte August bis Ende Oktober dezent wenig Zeit. Mal schauen. Wir sehen ja am Ende, wohin es geführt hat. Das Problem ist, je mehr man drüber nachdenkt, auch im Zuge dieser Entwicklungszeit, desto mehr Ideen kommen ein, was man alles darin einbauen sollte. DSGVO-Features habe ich schon erwähnt, aber auch sämtliche Varianten, die einen wollen ein Quiz, die anderen wollen kein Quiz, die dritten wollen was verlosen, der vierte will nur ein Bildchen zeigen und der fünfte möchte dies und jenes. Gut, wie gesagt, wir müssen irgendwo eine gemeinsame Schnittmenge finden und das ist quasi so das Erste dahinter zu sagen, irgendwo müsst ihr ja einen Cut machen. Egal, was ihr für ein Projekt umsetzt, ihr müsst ja irgendwo einen Cut machen. Was ist die kleinste Working Version, die ihr haben könnt? Was muss da sein,
damit das Projekt für euch zum Start Sinn macht und nicht, okay, wir haben 1001 Feature, aber es muss irgendwo ja was ist die Grundanforderung? Ein Kalender, wo keine Türchen funktionieren? Okay, funktioniert nicht, Türchen müssen wir haben. Da muss was hinter sein, die Türchen dürfen nur aufgehen dann, wenn sie aufgehen sollen. Also es gibt so Kernfeatures, die man muss, und von manchen anderen Ideen mussten wir uns im Laufe der Zeit natürlich leider verabschieden oder sie zumindest aufs nächste Jahr schieben. Wie ich eingangs erwähnte, war die Umsetzung natürlich auch nicht ganz so glatt und geschmeidig, wie man sich das gewünscht hätte. Was daran liegt, dass ein Adventskalender nicht überall automatisch gleich verstanden wird. Unsere Entwickler sind nicht aus Deutschland ausschließlich, also außer wir sitzen natürlich in Köln, aber unsere Entwickler sind ein bisschen in der Welt verteilt. Und wenn man anfängt mit so einem Team zu arbeiten, stellt man plötzlich fest, dass der eine oder andere, der zum Beispiel aus Slowenien kommt, unter einem Adventskalender dezent andere Sachen versteht. Also Umsetzung mit internationalen Teams ist tatsächlich herausfordernd in der Kommunikation, herausfordernd auch darin, seine eigenen Ideen klarzumachen. Also Dinge, die für uns einen sehr selbstverständlich sind. Wie sieht für uns Deutsche ein typischer Adventskalender aus? Der sieht halt nur bei uns so aus. In der restlichen Welt sieht der halt öfters auch mal anders aus. Das heißt, ganz, ganz viele, ich sag mal, natürlich hat man eine gewisse Sprachbarriere. Läuft selbstverständlich alles auf Englisch. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber dann stellt man da fest, einen Adventskalender jemandem zu erklären, der aus einem komplett anderen Kulturkreis kommt, der das Ding aber für einen mit umsetzen soll, ist gar nicht so einfach und erfordert vor allen Dingen eins, Zeit. Naja, und Zeit war ja genau das, was wir leider Gottes am wenigsten hatten. Im Nachhinein würde ich daraus mitnehmen, sehr viel mehr Vorbereitung. Wir haben natürlich im Vorhinein sehr, sehr viele Mockups erstellt, sehr, sehr viele Bildchen erstellt, schön was gemalt. Wie soll das Ganze aussehen? Wie stellen wir uns das bildlich vor? War auch sehr, sehr gut, dass wir es gemacht haben, aber wir hätten es noch viel, viel mehr machen können oder machen sollen. Wir hätten noch viel, viel mehr, ja, ans Zeichenboard gehen sollen und einfach mal malen sollen, wie stellen wir uns welche Funktionen vor, wie stellen wir uns gewisse Backend-Teile vor, wie stellen wir uns gewissen Workflow später mit dem Plugin vor. Man unterschätzt tatsächlich, oder zumindest wir haben es stark unterschätzt, wie wichtig Visualisierung noch zusätzlich ist, um allen Beteiligten im Team klarzumachen, da soll die Reise hingehen. Und so stellen wir uns das tatsächlich am Ende vor. Gut. Kommunikation, sagte ich, ist herausfordernd. Egal, was ihr macht, visualisiert so viel ihr könnt, weil bildlich funktioniert es tatsächlich deutlich besser als schriftlich. Dazu kommen natürlich, dass wir in der Kommunikation diverseste Unterschiede haben in der Entwicklung. Wo wir in Deutschland, wenn ich mit einem deutschen Entwickler rede, ganz typischerweise, ganz häufig die Antwort höre, oh ja, das wird schwierig, ja, müssen wir mal gucken, ich weiß es noch nicht. Kriege ich überall sonst immer die Antwort, ja, ja, yes, yes, ja, no problem, no problem. Ja, alles gut, nee, kein Problem, ja, ja. Hm. Nur blöderweise heißt das überhaupt nicht, dass derjenige mich verstanden hat oder dass das überhaupt möglich ist. Es heißt immer, ja, ja, natürlich, ja, ja, kein Problem. Und man muss immer dahinter sagen, Moment, Moment, das ist reine Höflichkeit. Der sagt dir halt nicht ins Gesicht, dass er der Ansicht ist, er hat keine Ahnung, wie er das machen soll. Da auf eine Ebene kommen zu sagen und denen klarzumachen und allen anderen klarzumachen, hey, ist überhaupt kein Problem, ich brauche eine ehrliche Antwort von dir. Ich bezahle dich so oder so. Ich brauche eine ehrliche Antwort von dir. Was ist deine Einschätzung? Funktioniert das nicht? Es ist schön von der Grundeinstellung her, weil es erstmal immer heißt, ja, wir schaffen das. Aber es hilft einem halt nichts, wenn man dann zwei Wochen später nachfragt, ja, ja, nee, nee, und dann little problem, ja. Und das hätte man vermeiden können, wenn man Anfang an drüber gesprochen hätte. Ganz, ganz viel miteinander reden ist ein Klischee, aber es ist tatsächlich so. Es heißt nicht ohne Grund die vier Seiten einer Nachricht, wenn man das so kennt, noch das Modell. Das ist tatsächlich gerade, wenn man mit internationalen Entwicklern zusammenarbeitet, sehr, sehr wichtig. Besonders, wenn man so einen tatsächlich ein Konstrukt wie ein Adventskalender hat, der wirklich nicht überall dasselbe ist. Gut, hier sehen wir so ein bisschen das, was an Designs und Mockups und Plänen dahinter sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Projektpläne, Meilensteine. Wir dachten eigentlich, wir hätten uns schon sehr, sehr gut vorbereitet. Es gibt nicht zu viel Vorbereitung.
ihr könnt nicht zu viel in Pläne gießen. Ihr könnt nicht zu viel malen, ihr könnt nicht zu kleinteilig werden. Gibt es nicht. Weil es jedem klar zu machen, wo ihr hinwollt, das braucht einfach ganz, ganz viel Zeit. Und das ist genau der Problem. Die Uhr tickt und tickt und tickt. Und ohne es vorwegzunehmen, natürlich sind wir nicht ganz rechtzeitig fertig geworden. Der Zeitrahmen war schon knapp. Die Abstimmung und Erklärung hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit gebraucht. Die Meilensteine konnten wir auch nicht alle halten. Und wir haben letztendlich auch die ein oder andere, ja, Zeit extra gebraucht, das ein oder andere Feature ein wenig streichen müssen. Es ist fertig, wohlgemerkt. Also wir verwenden es tatsächlich jetzt für unsere Kunden wie geplant für die Adventskalender im Dezember. Also das Ziel haben wir zumindest zu guter Letzt eingehalten. Ja, und das ist natürlich auch eine Sache. Man kann einiges wettmachen, wenn die Version noch nicht ganz fertig ist, aber schon bei dem einen oder anderen Kunden reift, durch guten Support. Und Support, der etwas über hinausgeht. Es ist immer so, wenn man etwas Nagelneues kauft, man ist unfreiwilliger Beta-Tester. Das war bei unseren ersten Kunden auch nicht unbedingt anders. Aber wir haben von vornherein gesagt, okay, wir stecken halt dann ein bisschen mehr Energie in den Support. Und das hat tatsächlich auch so funktioniert. Wir haben zum Glück sehr viele nette Menschen getroffen, die unser Plugin verwendet haben, installiert haben und damit ihre Kalender gebastelt haben und uns ganz, ganz viel Feedback gegeben haben und denen wir dann halt auch, ich sag mal, weit über das hinaus weitergeholfen haben, was man normalerweise im Support eigentlich machen würde. Dazu ein kleiner Exkurs. Wie gesagt, ich hatte ja schon dieses Plugin Sheriff Wrapper im Repository drin, hab da auch so ein bisschen, ja, natürlich meine Support-Erfahrung und meine Erfahrung auch dahinter, ja, wie funktioniert das mit so einem Plugin? Wie funktioniert das mit dem Support? Wir mussten uns ja überlegen, was machen wir jetzt? Machen wir es wie ich damals beim Sheriff Wrapper? Wir entwickeln uns für uns selber, stellen es der Welt zur Verfügung und teilen es einfach mit allen. Das hat natürlich ein entscheidendes Problem. So ein Plugin ist nicht gerade günstig in der Entwicklung. Der Sheriff Wrapper selber hat ungefähr, ich glaube, 50.000 aktive Installationen im Moment und das dementsprechende Supportaufkommen. Und das Supportaufkommen heißt, die Leute kontaktieren mich, obwohl ich wohlgemerkt gar nicht der ursprünglichste Entwickler bin. Ich bin nur jemand, der mit eingestiegen ist und das seit 5 Jahren mit und weiterentwickelt in meiner Freizeit. Und dann bekommt man halt solche Anfragen zum Beispiel per E-Mail. Wohlgemerkt, indem die Leute sich die E-Mail von meiner privaten Homepage irgendwo aus dem Impressum rausfischen, das da gesetzlicherweise nun mal stehen muss. Und dann bekommt man eine Anfrage wie diese, die heißt, für mich stellt sich die Frage, dieses Plugin zu nutzen oder nicht. Ja, das ist schön, das ist mir noch relativ egal, weil ich stelle es euch ja kostenlos zur Verfügung, was ihr damit macht. Es macht keinen Unterschied für mich als Entwickler, ob das eine Person nutzt, 10 Personen, oder 50.000. Ist es völlig egal. Ja? Also auf welche Schiene war es, sagt, okay. Ja, das hängt sicher auch mit der Rückmeldung bei Problemen zusammen. Ist auch schon diese Anspruchshaltung dahinter. Ja? Das ist auch schon sehr schön. Auf den Punkt gefragt. Gemacht und kein Interesse mehr. Nervt mehr, als es Spaß bringt. Ja. Gemacht und den Supportaufwand unterschätzt. Da sieht man schon, Moment mal, hier ist eine Erwartungshaltung, es müsste Support geben. Also für kostenlos im Repository hochgeladene Plugins ist der Support meine Freizeit. Die teilt sich zwischen meinen 2, 3 Jobs und meiner Familie und dann bleibt da am Ende vielleicht, naja, ein bisschen was für übrig. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne helfe, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Gemacht und genervt über die Art der Fragen. Ja, mein Gott. Hm? Und brauche auch mal Urlaub. Wohin geht die Reise? Und das ist jeder der vielen, vielen Freiwilligen, die im WordPress-Forum auch ganz allgemein tagtäglich helfen, Fragen beantworten, mitarbeiten etc., kennen das Problem. Sie kennen das Problem, dass WordPress halt ein Spagat ist. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Vortrag darüber, Support für Open-Source-Projekte, irgendwo zwischen digitaler Nachbarschaftshilfe und Dienstleistung. Das ist genau das Problem. Es ist eine Mischung dazwischen. Es gibt Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, die auch tatsächlich in der Regel, wenn man Plugins kauft, kauft man ja nicht das Plugin, man kauft in Wirklichkeit Updates und Support.
Und dementsprechend gibt es aber auch ganz viele freiwillige Volunteers, die in den Foren kostenlos in ihrer Freizeit helfen. Es ist halt eine schwierige Mischung manchmal. Und das ist das, was solche Supportanfragen, nämlich in dem Bereich, ich kriege genauso Anfragen auch über Twitter, über Facebook, über jeden möglichen denkbaren Kanal. Und dementsprechend war für uns klar, okay, noch so ein Projekt kann ich mir unmöglich ans Bein binden, da bringt meine Frau mich um. Weil dafür reicht meine Zeit einfach nicht aus. Selbst wenn ich sage, ich entwickle das für uns und stelle es kostenlos zur Verfügung, ich hätte nie im Leben Lust und Zeit, mir noch diesen Supportaufwand ans Bein zu binden und tagtäglich diese ganzen Fragen dazu zu beantworten. Insbesondere bei einem Plugin, was sehr, sehr saisonal ist und dementsprechend gerade jetzt zur schlimmsten Zeit des Jahres, ich sage absichtlich schlimmsten, jeder, der im Agenturgeschäft weiß das, Jahresendgeschäft ist von Besinnlichkeit nicht viel zu merken. Alle finden noch Geld, das weg muss, damit sie es im nächsten Jahr wiederkriegen. Und das muss natürlich immer wie Winterasphalt in den letzten Monaten des Jahres weg. Dementsprechend sich zu dieser Zeit natürlich noch ein Plugin mit Support ans Bein zu binden, dass man auch noch freiwillig kostenlos in seiner Freizeit abends und am Wochenende machen möchte, ein. Also war klar zu sagen, wir können das nicht nochmal machen als reines Community-Projekt. Das ist übrigens auch das, was ich dem lieben Herrn, der mir das mal als E-Mail geschrieben hat, tatsächlich geantwortet habe, damals sagen, ich habe mir erstmal das Prozedere eines Community-Projekts erklärt. Was steckt eigentlich dahinter? Dass WordPress eigentlich davon lebt, dass da ganz, ganz, ganz viele Menschen ihre Leidenschaften, ihre Freizeit gerne opfern, zur Verfügung stellen, damit es weitergeht, damit sich da was tut, damit sich was weiterentwickelt wird, um anderen zu helfen und es halt vom Mitmachen lebt. Es ist aber halt leider auch so, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die gerne mitmachen. Also beim Shareware-Wrapper jetzt in den letzten 5 Jahren, ich komme so auf, glaube ich, 6 bis 7 Contributions, die von außen so dazu kamen. Das kann mal Übersetzung gewesen sein, das kann mal irgendwelche Fehlerbehebungen sein, aber so mehr als 1 bis maximal 2 pro Jahr kommt dabei nicht rum. Und selbst wenn man mal sagt, da kommt jemand und sagt, hey, dein Plugin gibt es noch nicht in Sprache XY, ich bräuchte das aber, weil ich komme aus dem Land und sage ich, super, kannst du uns nicht die paar Begriffe übersetzen, dann nehmen wir das gerne mit auf, kommt leider nie was zurück. Die beste Antwort, die ich mal gekriegt habe, war, ja, aber ich brauche ja nur das und das übersetzt. Das ist schön, aber vielleicht könntest du, wenn du einmal dabei bist, die anderen 10 bis 20 Vokabeln auch noch übersetzen. Das war dann leider nie wieder was gehört. Also das ist wirklich, dass wir gesagt haben, okay, nee. Und man darf es halt auch nicht unterschätzen. Wenn man sowas sagt, ich glaube, auf der nächsten Folie kommt es irgendwann noch, die reinen Entwicklungskosten, wenn ich rechne, welche Zeit wir reingesteckt haben in das Plugin jetzt, in unseren Adventskalender, wie viel Zeit wir extern mit Entwicklern etc. da reingesteckt haben, komme ich auf eine Summe von ca. 50.000 Euro. Die da rein theoretisch drinsteckt. Muss man ein bisschen abschwächen, weil wir machen natürlich alle unsere kleinen psychologischen Tricks. Das sind dann die EDA-Kosten, weil, naja, Philipp, ich und die anderen anderen Kollegen sind ja sowieso EDA. Die hätten ja auch wahrscheinlich nichts zu tun. Hust, hust. Dementsprechend rechnet man die Kosten natürlich nicht 1:1, aber wir wussten, okay, roundabout, wenn man so ein Plugin in Auftrag geben würde, und man die ganzen Stunden, die da reingeflossen sind, rechnen müsste, wären wir so bei 50.000 Euro. Für so ein kleines Plugin, das nichts tut, außer einen Adventskalender bereitzustellen. Natürlich relativ umfangreich mit allen Features, die man zwingend so braucht heutzutage im rechtlichen Rahmen. Aber uns war klar, okay, als reines, kostenloses Projekt funktioniert das nicht. Es wird immer ein Projekt bleiben, was sich niemals tragen wird. Also es wird immer was sein, was wir für uns gemacht haben. Es wird nie so sein, dass man sagen kann, wir werden damit jemals Geld verdienen. Aber vielleicht über die nächsten Jahre hinweg holt man so nach und nach vielleicht den ein oder anderen Euro darüber wieder rein und finanziert so ein bisschen die Entwicklung damit lange Zeit mit. Aber bei so einem nischigen Produkt wird es natürlich niemals etwas sein, was das nächste, was weiß ich, WooCommerce etc. wird, sondern das wird immer ein kleines nischiges Ding bleiben. Deswegen auch die Überlegung, wo verkaufe ich sowas? Wenn man sich schon mal darauf zu geeinigt hat, ich möchte ein Plugin tatsächlich verkaufen, dann gibt es natürlich die üblichen großen Plugin-Shops, die man so kennt, wo man Themes, Plugin etc. kommerziell kaufen kann. Wir haben uns bewusst gegen jegliche Plattform entschieden. Hat mehrere Gründe.
Das erste ist, das Plugin wäre unnötig teuer geworden, weil da muss man locker mal ein Drittel an Kosten draufrechnen, die einfach von den Plattformbetreibern mit abgezogen werden. Klar, wenn man Riesenstückzahlen absetzen würde, würde das prozentual sinken. Wir wissen selber, wir setzen keine Riesenstückzahlen ab. Also haben wir vornherein gesagt, wir leben mit WordPress. Es gibt tolle Plugins für WordPress, mit denen man Shops machen kann, auch digitale Produkte. Also wir verkaufen es einfach auf unserer Plattform selber. Wobei man sagen muss, selber verkaufen ist natürlich auch mit ein paar Hürden verbunden. Ja? Man braucht ja sowas wie ja Lizenzverwaltung, Update-Prozeduren, damit man den Kunden das entsprechend automatisch, wie man es gewohnt ist, updaten kann. Gibt es alles relativ viele vorgefertigte Lösungen für. Wer danach sucht, wird damit fündig. Aber man sollte auch wiederum nicht die Zeit unterschätzen, die es dauert, seinen Shop aufzusetzen, all die richtigen Plugins zu finden. Also wer schon mal einen WooCommerce-Shop gemacht hat, da kommt man ja mit zwei Plugins nicht aus, bis das mal konform ist für Deutschland und Europa. Und dann gibt's natürlich so schöne Sachen wie Steuerrecht. Steuerrecht ist toll. Ich würde tatsächlich niemandem ans Herz legen, wenn ihr ein Plugin habt, dass ihr sagt, das will ich mal verkaufen, das eignet sich als Produkt. Dazu muss man auch sagen, der Robert hat es in Stuttgart mal gehalten, den Vortrag, nicht jede Idee ist ein Produkt. Also auch nicht jedes Plugin ist ein Produkt. Nicht jedes Plugin eignet sich dafür, verkauft zu werden. Also zum Beispiel würde ich einen Shareware nie im Leben verkaufen. Das ist, sage ich wohlgemerkt. Anekdote am Rand. Alles klar. Gut, ist aus. Gut. Bin ich noch zu hören? Okay, so, hörst du mir? Okay. Also, weiter im Text. Ah, mein Herz. Also, wir haben uns entschieden, wir verkaufen es selber in unserem eigenen Shop. Dann, wenn es auch nur drei Leute kaufen, ist das auch egal sozusagen, weil wir haben keinerlei Verträge mit anderen, wir haben keinerlei andere Kosten. Abgesehen natürlich davon, dass man sagen muss, es gibt gewisse. Klar, wenn man Zahlungsdienstleister mit reinbringt, die wollen ihre Gebühren, PayPal, Kreditkarte etc., Stripe, was da alles so gibt, die nehmen natürlich auch alles Gebühren, aber das hält sich alles noch im Rahmen. Ist alles noch relativ machbar. Gut, die Variante, die ist natürlich, die man sich noch klar machen muss, ist, verkaufe ich es als Freemium-Version, also mache ich es kostenlos. Gut, Free-Version kostenlos, haben wir schon gesagt, ist für uns Quatsch. Wenn wir sowas entwickeln zu so viel Geld, dann sollen wir wenigstens gucken, dass wir in 5 Jahren das Geld vielleicht irgendwann wieder eingespielt haben, so halbwegs, das wäre unser Traum. Oder den einen oder anderen Kunden dazu gewonnen haben, der sagt, super, ich beauftrage euch mal mit anderen Sachen, warum nicht, könnte ja alles werden. Wie gesagt, ein Gewinnprojekt wird das nie im Großen und Ganzen. Er sagt, Free ist also in dem Sinne erstmal raus. Dann gäbe es noch Freemium. Das heißt, es gibt eine kostenlose Variante, kennt man ja relativ viel, und dazu eine Premium-Variante, eine Pro-Version. Nur mal ganz ehrlich, das mag ja bei gewissen SEO-Plugins oder Shop-Plugins sowas ja funktionieren, wo man sagt, es gibt eine Basisfunktionalität. Und aber wenn man dann die erweiterten Features braucht, auch bei Backup-Plugins kann das gut funktionieren. Aber beim Adventskalender, was ist denn da Basis und was ist dann Premium? Also, ist ja, genau, also. Keine Sorge, ich hatte auch Anfragen, gingen denn auch 31 Türchen? Ja, geht, wohlgemerkt, wir haben es eingebaut. Da, man kann so einen Kalender ja auch vielleicht für andere Anlässe verwenden, wie auch immer. Also, wir haben schon gesagt, nee, also wenn wir sowas machen, soll das auch vollumfänglich fertig sein, auf irgendwie so eine abgespeckte Version. Es gibt nur jeden zweiten Tag ein Türchen. Nee, alles Blödsinn, ärgert man sich nur drüber, lohnt sich nicht. Wir haben gesagt, wir machen es nur Premium. Und man hat mit Freemium ja immer den Nachteil, es ist weder Free noch Premium. Es ist so ein bisschen, kein Mensch geht jetzt hin und sagt, ach klasse, wie bei einem Free-Plugin, also einem kostenlosen Plugin, was rein als Open Source im Repository steht, da hat man ja vielleicht noch die Hoffnung, dass Leute ankommen und dich unterstützen, dir bei Übersetzungen helfen, dir mit Bugfixes helfen, mit Patches etc. Bei einem Freemium-Plugin, nein. Da denken die Leute, da willst du ja Geld mit verdienen. Da hilft dir ja keiner für umsonst. Also die Hürde zu helfen bei sowas und seine Freizeit einzubringen, also beim Freemium-Plugin, sagen wir ehrlich, passiert nicht.
Also folglich hat man eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Deswegen plädiere ich sehr viel dafür zu sagen, entweder machst du es als Free-Variante oder du machst es als Premium-Variante und sagst, okay, das ist zu aufwendig, das können wir nicht kostenlos anbieten, machen wir es so. Und vor allen Dingen, wenn man ein Plugin hat, wo man von vornherein weiß, Support wird eine große Stelle haben. Und ja, bei so Adventskalendern, also Philipp hat schon neue Freunde gewonnen in den letzten Wochen, die fast jeden Tag anrufen, weil man auch unterschätzt, was selbstverständlich ist und was selbsterklärend ist. Ist sowas wie ein selbsterklärendes Backend gibt es nicht. Also das ist vielleicht für einen selber selbsterklärend, aber es ist nie im Leben für andere selbsterklärend. Deswegen, ich glaube, da werden noch ein paar Stunden in den Support fließen, was wir aber zum Glück gerne machen können. Ich sprach eben schon mal kurz über Finanzen, Steuern und Rechtliches. Ich würde niemanden dazu raten, so ein Plugin als Privatperson zu verkaufen, es sei denn, sie wollen es wirklich nur in Deutschland verkaufen. Ich habe den Riesenvorteil, dass hinter mir eine langjährige GmbH steckt mit eigener Buchhaltung, mit Steuerberatung, mit allem drum und dran, die das alles wunderschön umsetzt. Beispiel, wenn Sie in Europa verkaufen. Also, ihr wollt in Europa verkaufen an Firmen, okay, die haben eventuell noch eine EU-Steuer-ID, wunderbar. Dann könnt ihr das mit der Umsatzsteuer nämlich vergessen. Verkauft ihr aber an Privatpersonen in der EU, mussten wir natürlich für jedes Land die richtigen Mehrwertsteuersatz nehmen. Und der ist europaweit natürlich nicht einheitlich. Gut, dafür gibt es Lösungen. German Market, Germanize etc. Die berechnen tatsächlich im Shop live anhand des eingetragenen Landes die richtige Mehrwertsteuer. Das ist zwar schön, dass das dann so im Shop ist, aber ihr müsst das dann nachher ja auch noch abführen. Ihr müsst genauso wie in Deutschland auch eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Nur halt jetzt für die EU. Gibt es ein schönes Portal für, ist kein Problem. Hinweis, es gibt natürlich eine Bagatellgrenze. Bis 10.000 Euro Außenumsatz dürft ihr pauschal 19% annehmen. Das Problem ist, ab 10.001 Euro müsst ihr nicht den einen Euro korrekt angeben, sondern die 10.001 Euro. Und gut, wir werden dieses Jahr nie im Leben 10.000 Euro Umsatz mit diesem Plugin machen. Aber wir haben von vornherein gesagt, wir üben jetzt mal. Und man hat die Freiheit, das von Anfang an richtig zu machen. Also von Anfang an korrekt zu melden. Heißt aber, ihr müsst für jede Buchung entsprechend die richtige Menge an Umsatzsteuer für das richtige Land über die entsprechenden Tools abführen. Ist alles kein Hexenwerk, wenn man jemanden hat, der das gerne macht. Ich bin das nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Buchhalterin Karin das so gerne macht, aber zumindest ist es ihr Job und sie wird dafür bezahlt. Also folglich macht sie es ein bisschen lieber als alle anderen. Und dementsprechend, ja, denkt an sowas wie Steuern, Rechtliches. Ihr müsst natürlich entsprechend eure AGBs haben, eure Verträge haben etc. Ist alles nicht zu unterschätzen an Aufwand. Würde ich mir als Privatperson nie antun. Da ist der Umweg über, ich verkaufe es über irgendwelche Drittanbieterplattformen, die sich um diesen Kram kümmern, sicherlich die bessere Variante, wenn man halt keine Firma dahinter hat, die ein bisschen Ressourcen auch in sowas stecken kann und das als Learning Experience sieht, um dann für die 10 verkauften Plugins diesen Aufwand zu betreiben. Kommen wir zum Thema Lizenz. Wenn ihr natürlich so ein Plugin rausbringt, ist die Frage, unter was für einer Lizenz tut ihr das eigentlich? Wobei die Frage stellt sich eigentlich nicht, weil rein theoretisch gibt es nur das Freud und Leid der GPL. WordPress ist 100% GPL, unser Plugin ist dementsprechend ebenfalls 100% GPL. Jetzt ist es natürlich so, GPL heißt, ihr dürft damit machen, ja, fast was ihr wollt. Es ist nicht die MIT-Lizenz, weil wäre es wirklich was ihr wollt. Es ist aber so gut wie, solange ihr die Vermerke, von wem es ursprünglich kommt, drin lasst, könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt also auch das Plugin von uns kaufen, runterladen und irgendwo anders weiter vertickern. Warum gehe ich da so groß drauf ein? Weil genau das mit dem Sheriff Wrapper passiert. Der steht kostenlos im Repository und trotzdem gibt es ein gewisse e-recht-irgendwas.de-Laden, den die meisten hier kennen. Die machen was? Die laden sich die Versionen aus dem Repository, markern einen neuen Namen drauf und verkaufen es gegen Geld in ihrem Shop. Das weiß ich deshalb, nicht weil ich das gekauft hätte, weil ich habe es ja selber entwickelt und steht kostenlos im Repository. Ich weiß es deswegen, weil ich hin und wieder immer mal wieder Support-Anfragen kriege. Wo ich den Leuten sagen, ja, es tut mir schrecklich leid, aber da darfst du dich gerne an E-Recht und so weiter wenden, habe ich nichts mit zu tun. Genauso gibt es ja tausend und eine
GPL-Archiv so und so Seiten, die nichts anderes tun als Premium-Plugins, die unter GPL stehen, runterzunehmen, die zu nullen, also sämtliche hier Lizenzabfragen, Update-Anfragen und so ein Kram rauszuschmeißen und das gegen Geld wieder Monatsgebühren zu vertickern. Wie gesagt, wirtschaftlich gesehen ist das für uns nicht das Interesse, aber es ärgert einen. Es ärgert mich auch beim Sheriff, weil ich mir denke, jetzt ziehst du Leute meinen Tisch, die kriegen das Original, was noch besser gepflegt ist, kostenlos im Repository und lassen sich trotzdem, weil es gut vermarktet wird, da das Geld aus der Tasche ziehen. Bin ich doof. Bin ich persönlich blöd. Also haben wir gesagt, was können wir als Tool bei unserem Adventskalender-Plugin tun, damit das ein bisschen schwieriger wird, um im Zweifelsfall, wenn es jemand wirklich so dreist wird, wenn das jemand unter der Hand weitergibt, mein Gott, ist mir doch wurscht. Ne? Aber wenn es jemand wirklich so kommerziell ausschlachtet, dass ich sage, nee, da habe ich was dagegen. Was kann man dagegen tun? Gut, Vorteil, es gibt noch sowas wie Urheber- und Markenrecht. Und deswegen ist der Name AdventCount, den wir dem Plugin gegeben haben, natürlich als Wortmarke geschützt. Und zwar in Deutschland und auch international. Heißt, wenn irgendjemand das einfach 1:1 kopiert und irgendwo hinpackt, darf er das, weil es Open Source ist, gerne tun. Er darf auch damit für sich verändern, machen, tun. Er darf es auch verkaufen, kein Problem. Aber er muss unsere Markennamen aus dem Plugin entfernen. Und dann wird es halt schon ein bisschen aufwendiger. Weil dann muss man schon reingehen und überall gucken, wo steht jetzt der Markenname, muss den entsprechend rausschmeißen. Ja, und wer sich die Mühe macht, der kann sich die 50 Euro auch geschenkt haben. Also, es geht nur darum, so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, ich kann zumindest dank des Markenrechts dann hingehen und sagen, wenn es jemand 1:1 einfach irgendwo in die typischen GPL-Shops reinstellt, kann ich wenigstens sagen, Verstoß gegen Markenrecht. Unter dem Namen darfst du das da nicht verkaufen. Du musst dir schon was Eigenes ausdenken. Die dürfen es dann mein tolles Adventskalender-Plugin nennen, aber wie gesagt, die Mühe ist den meisten für sowas Nischiges zu viel. Das bietet also zumindest ein bisschen die Möglichkeit, in beiden Welten zu leben und zu sagen, ja, du darfst alles verändern am Code, du darfst den Code auch gerne nehmen. Das ist ja gerade die Idee, wie viel haben wir schon profitiert davon, dass wir den Quellcode anderer Plugins sehen konnten und verwenden konnten und sagen konnten, ach klasse, so haben die das gelöst, wäre ich ja nie drauf gekommen. Davon lebt ja Open Source. Aber gleichzeitig zu sagen, wenn jemand einfach nur Copy-Paste und irgendwie versucht, damit Geld zu machen, habe ich wenigstens einen kleinen Ansatz, rechtlich zu sagen, nee, so nicht, mein Freund. Das ist nicht die Idee, die hinter Open Source ursprünglich mal stand. Gut, man muss nicht alle Fehler selber machen, stand irgendwo mal in der Beschreibung. Was haben wir im Grunde eigentlich mitgenommen aus dem Ganzen? Wir sollten ausreichend Entwicklungszeit einplanen. Hint am Rande, 3 bis 4 Monate sind selbst für ein nischiges Plugin wie dieses hier tatsächlich ein bisschen wenig. Gut. Aber es hat funktioniert, wir haben es draußen. Es wird jetzt nicht der Riesenverkaufsschlager in dieses Jahr, aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr das bekannteste Adventskalender-Plugin der Welt, wir wissen es nicht. Nehmt genug Zeit mit, ne? Auch bei unserer eigenen Planung. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, das umzusetzen, weil wir vorher auch wirklich, abgesehen aus dem privaten Umfeld, so ein Projekt nie angegangen sind. Macht möglichst genaue Absprache. Ich sprach schon Meilensteine, Visuals. Malt wirklich so viel ihr könnt auf. Ihr habt's im Kopf, ihr versteht unter geschriebenen Worten was anderes als derjenige, der es liest. Bilder lassen sich viel schlechter falsch verstehen. Deswegen die Kombination aus schriftlicher Anforderung und grafischer Visualisierung. Nehmt es mit, macht es viel. Überlegt euch vorher ein Verkaufsmodell, ob ihr es frei ins Repository laden wollt, ob ihr es verkaufen wollt, wie ihr es verkaufen wollt. Sprecht vorher mal mit eurer Steuerberaterin, eurem Steuerberater, um das klar zu machen. Und unterschätzt nicht, was an Supportfragen kommt. Deswegen haben auch wir gesagt, wir machen es Premium und wir machen dafür auch Premium-Support, der weit über das hinausgeht, was man eigentlich zu dem Preis verlagern könnte. Aber da haben wir wenigstens die Leidenschaft dahinter und können sagen, wir können es uns erlauben, dass wir auch hier und da mal mehr machen, als wir eigentlich wollen. Und natürlich, was macht man, wenn man ein Adventskalender-Plugin entwickelt hat und jetzt am 30. November hier steht und sagt, Leute, kauft unser Adventskalender-Plugin, ihr habt noch ungefähr 12 Stunden. Ja, es gibt einen Discount, aber ihr habt noch ungefähr 12 Stunden Zeit, das zu befüllen. Na gut, streng genommen, ihr müsst ja nur ein Türchen befüllen, das reicht ja erstmal für morgen. Aber was macht man? Klar ist, wir haben Blut geleckt, wir haben Spaß daran, wir befinden uns am Anfang einer langen Reise.
einschätzen, wenn man es nicht mehr Adventskalender nennt. Schauen wir mal, was unser Häschen dazu im kommenden Jahr noch so bereithält. Dankeschön. Ja, vielen Dank an dich, für deine Zeit, für deinen Vortrag. Habt ihr Fragen, die wir jetzt hier im Plenum klären sollten, können? Ihr könnt natürlich an jederzeit ansprechen. Hört ihr mich eigentlich? Bitteschön. Ja, ich höre dich, alles gut. Tatsächlich ist WordPress, ich würde behaupten, aus unserer Sicherheitsagentur heraus, dass die Datenbasis-Plattform kommerzielle Plugins. Wenn man sich mal ein bisschen mit meiner Stimme anguckt, da wäre Robert der richtige Ansprechpartner wieder für mit dem CMS-Garden. In Europa, in der Richtung, sind kommerzielle Plugins nicht selten. Das ist der Markt, den es auch an kleinen Plugins gibt. Auch bei Yomla und anderen Sachen ist es ganz kommerzielle Plugins rauszubringen. Also ich hätte es nur für WordPress gemacht. Ich würde das jetzt so sagen, ich würde das nicht unbedingt für andere Plattformen 1:1 machen. Besonderheit ist natürlich, was du ansprichst mit der Wahrnehmung von WordPress. Wir sind ja sehr, sehr viel im Business-Bereich unterwegs. Also wir haben sehr, sehr viel große Kunden, mittelständische bis große Kunden, nicht so unbedingt die kleinen Friseurläden um die Ecke. Und da ist es natürlich so, dass WordPress gerade in den IT-Abteilungen noch häufig verschrieben ist als diese Blogger, ne, Familienblogger-Plattform, die man so zu Hause sich für einen Verein was zusammenbastelt vielleicht. Das hat aber sehr, sehr stark abgenommen. Also diese Professionalisierung ist wirklich da. Und wie gesagt, diese Dankbarkeit, mit der auch kommerzielle Plugins in der WordPress-Community angenommen werden, auch diese Selbstverständlichkeit, wo wir sagen können, ja, ich weiß, ich kaufe da eigentlich nur Updates und Support, aber allein aus Anerkennungsgründen kaufe ich das einfach mal, wenn es mir gut gefällt, ist bei WordPress auf jeden Fall wesentlich verbreiteter als bei anderen Systemen. Was bedeutet GPL? GPL ist die Open Source Lizenz eigentlich schlechthin, unter der auch WordPress selber steht. Die definiert so Dinge wie zum Beispiel, dass jeder den Code verändern darf, jeder den Code weitergeben darf, auch kommerziell verkaufen darf zum Beispiel. Also ich kann irgendwas daran verändern und das dann unter anderem Namen, wegen Markenrecht, aber kann es dann einfach weiterverkaufen. Das heißt, jede Software, jeder Code muss ja unter irgendeiner Lizenz stehen, in Anführungszeichen. Was darf der Kunde oder was darf der es bekommt, mit diesem Code machen? Und GPL ist halt sozusagen die am meisten verbreiteste Lizenz dahinter, die dann sagt, du darfst damit eigentlich alles machen. Es gibt nur manche Einschränkungen, die sagt, du musst immer den originalen Urheber nennen, du musst die Verweise darauf klar machen, woher kommt der ursprüngliche Code und so weiter. Aber grundsätzlich darfst du das sowohl frei als auch kommerziell nutzen. General Public License. Public License. Gibt es in verschiedenen Versionen? Aktuell die WordPress selber stehen bei V2, glaube ich, im Moment. Genau, also. Genau, ich wiederhole die Frage, wie sind wir auf die Entwickler gekommen oder haben wir schon mal mit externen oder ausländischen Entwicklern zusammengearbeitet? Tatsächlich sind wir diesen Entwicklern, wir hatten da Entwickler aus Slowenien in diesem Fall, die sie eigentlich mehr aus der Drupal-Ecke kommen, die haben wir auf dem WordCamp Europe getroffen in Berlin. Und da wir auch da die Idee schon mit uns länger schwanger getragen haben, haben wir uns dann mit denen unterhalten und die haben gesagt, ja klar, können wir uns vorstellen, vielleicht können wir da was zusammenarbeiten. Wir bezahlen die natürlich auch ganz regulär. Vorteil, es ist alles EU. Also es ist klar, es ist einfacher rechtlich gesehen, weil es zur Europäischen Union gehört. Die haben auch den Euro und alles. Das heißt, es läuft nicht anders, als wenn ich mit deutschen Entwicklern zusammenarbeite. Außer die Sprach- und manchmal Kulturbarrieren. Ohne Hehl daraus zu machen, es ist natürlich so, dass der durchschnittliche Entwickler in Slowenien
weniger verdient als in Deutschland. Und das ist natürlich auch durchaus ein Anreiz gewesen zu sagen, ja, wir arbeiten gerne auch mal mit euch zusammen, wir gucken mal, wie es läuft und es ist gut gelaufen. Abgesehen davon, dass man die ein oder andere Barriere halt überwinden muss gemeinsam. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten weiter mit denen zusammen. Wir haben auch in-house natürlich gewisse Kapazitäten, aber meine Leute sitzen jetzt ja nicht da rum und sagen sich, ach schön, nichts zu tun, hast du Idee, Chef? Sondern die sind natürlich alle ganz gut ausgelastet und dementsprechend ganz ohne externe Hilfe war das nicht möglich. Bitte. Es gibt so Dinge, es gibt natürlich kulturelle Barrieren, klar, die muss man mal überwinden, das ist spannend, aber auch im deutschen Entwickler muss ich klar machen, was ich will. Auch dem muss ich klar machen, da unterscheidet sich in der Kommunikation nicht so viel im Endeffekt, dass ich dem erst auch klar machen muss. Es wäre was anderes, wenn ich jemanden bei mir im Büro sitzen hätte. Also der Witz ist, wir haben eine Jobausschreibung draußen, nicht erst seit gestern. Wir suchen Entwickler, wir finden nur keine. Also wir finden, wie alle anderen auch, Entwickler in Deutschland zu finden, ist ein Riesenproblem. Es gibt einfach kaum welche. Und mit Freelancern habe ich das gleiche Problem wie mit den externen. Wo die sitzen, ist egal. Weil die sitzen auch nicht bei mir im Büro, da kann ich auch nicht alle zwei Minuten rübergehen und sagen, hä, was meinst du? Sondern mit denen muss ich genauso alles schriftlich schreiben. Das heißt, es ist für uns immer noch zu sagen, ja, für uns war es so günstiger, beziehungsweise überhaupt machbar. Weil wir auch gesagt haben, wir können da jetzt nicht ewig viel Geld reinstecken, weil sonst irgendwann hätten wir es besser gar nicht gemacht. Wir müssen an der Stelle leider abbrechen. Die Fragen, die noch da sind, klärt die jetzt mit Jan-Peter direkt im Anschluss, oder wir sehen ihn ja hier im Gelände immer wieder. Hier gibt es gleich weiter 10:30 Uhr, da sind wir schon 10:30 Uhr.